Der Kultur- und Heimatverein Lauchhammer eröffnete am 16. Mai im Mehrgenerationenhaus Alte Gartenstraße 24 eine Ausstellung zur industriellen Entwicklung in Lauchhammer. Dazu haben wir uns auch ein spezielles Thema ausgesehen. Schaut, und da kann man sehen, unter dem Thema, alles hat seine Zeit, industrielle Entwicklung von Lauchhammer. Also dazu kann sich jeder so seine Gedanken machen, wir möchten darüber diskutieren. Und dazu gebe ich jetzt Frau Michaelis das Wort und Frau Feind, die die Ausstellung akribisch vorbereitet haben. Also wir haben bewusst diesmal ein Thema gewählt, was viele Assoziationen für die Lauchhammeraner wecken soll. Weil wir wissen ja, wenn dort steht, alles hat seine Zeit, dann kann man ganz verschiedene Gedanken damit verbinden. Der eine sagt, früher war alles besser und das kennen wir ja auch viel aus unserer Region. Oder der andere sagt, ja, es geht alles ein bisschen langsam, aber es bewegt sich schon etwas in Lauchhammer. Und wir sind eben Optimisten, wir gehen aus der Geschichte heraus so ran, dass wir eben sagen, natürlich geht alles nicht so schnell, wir haben ja einen großen industriellen Umschwung bei uns in Lauchhammer erlebt, aber es ist nicht so, dass es keine Entwicklung gibt und das wollen wir anhand dieser Ausstellung verdeutlichen. Alles hat seine Zeit und da habe ich mir gedacht, wenn jetzt nicht, wann dann, da alles nur seine Zeit hat. Und meine Gedanken gingen in das 18. Jahrhundert, nämlich mit dem Beginn der Freifrau von Löwendal, die erheblichen Beitrag geleistet hat für die Industrialisierung unserer Region und habe das dann diese Ausstellung weiter aufgeteilt, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert mit allen Folgen. Und das 21. Jahrhundert habe ich ganz bewusst farbig dargestellt, um auch einen gewissen Optimismus zu verbreiten. Die Ausstellung im Mehrgenerationenhaus kann von montags bis freitags 10 bis 14 Uhr besucht werden. Termine können auch telefonisch vereinbart werden.